Danke, dass ich noch lebe. Came for my wins, I need my ends. This life is real, if they pretend. Came off the bench, I get it in. I get it in, I get it in. Came for my wins, I need my ends. This life is real. Was geht ab, Leute? Neues Video. Ich nehme euch heute mal mit, einen Tag während dieser Corona-Zeit. Zeige euch, was ich den ganzen Tag so mache. Gefrühstückt und so weiter habe ich natürlich alles jetzt schon. Und erstmal würde ich sagen, gehen wir gleich eine Runde so ein bisschen Single Trail, Enduro Trail fahren. Und wie ihr vielleicht im letzten Video gemerkt habt, hat meine GoPro, beziehungsweise haben bei der GoPro wieder viel Windgeräusche gehört. Deswegen werde ich mir jetzt wieder so ein Stück Schaumstoff hier nehmen. Von dem eigentlichen Windcase von der GoPro 7. Das passt nicht ganz über die 8er drüber, aber ich habe mir dann einfach ganz stumpf Sekundenkleber genommen und dann klebe ich einfach so ein kleines Stück Schaumstoff hier direkt vor das Mikro und das sollte dann die Windgeräusche wieder eindämpfen. So, das sollte erstmal wieder ein paar Wochen halten. Ich lasse es noch ganz kurz austrocknen, aber es ist eigentlich schon fest. Es ist ja schließlich Sekundenkleber. Und dann noch ganz kurz, bevor es losgeht, eine weitere Sache. Ich habe einen neuen Sponsor und diesmal ist das ein bisschen außerhalb der Bike-Branche, aber ich bin da echt froh drüber, denn ich habe auch ein bisschen lange darauf gehofft, dass mal sowas kommt, dass mir da so eine Möglichkeit die Wege kommt. Und ja, ich bin jetzt für MyProtein unterwegs, was ich mega geil finde. Also hier auch direkt das erste Care-Paket bekommen. Hier ein paar Shirts und so weiter, was ich alles sowieso zum Trainieren brauche und was ich mega wichtig finde und was ich sowieso mega viel benutze, sind halt Proteinriegel, denn ich bin halt viel unterwegs, fahre viel Fahrrad, will trotzdem nicht, dass das zu kurz kommt. Bin deswegen riesen Fan von Proteinriegeln. Erdnussbutter, all natural, esse ich wirklich ungelogen. Ich esse jeden Morgen Erdnussbutter, seit Jahren. Deswegen umso geiler. Elite Whey Protein für nach dem Training. Habe ich hier noch Oats and Protein, also fast kompletter Mahlzeitenersatz, Riegel, Haferflocken mit Protein, perfekt für unterwegs, gerade wenn man Fahrradfahren ist und so. Und ihr wisst natürlich, wie der Deal läuft. Links findet ihr alle unten in der Beschreibung und es gibt natürlich auch einen Code, mit dem ihr bis zu 35% Rabatt kriegt auf fast alle Produkte. Also checkt unten links in der Beschreibung ab, da seht ihr auch die Produkte, die ich sowieso schon benutze, auf die ihr auch Rabatt kriegt. Und ja, ich bin happy, jetzt auch auf die Art und Weise noch unterstützt zu werden. Und ich würde sagen, wir nehmen uns erstmal ein paar von den Riegeln mit und gehen Radfahren. Let's go. Bikes am Start. Das Enduro-Bike nehme ich erstmal mit für die Single-Trails. Und danach hoffe ich, dass wir ein bisschen Dirtjumpen gehen können. Vielleicht halt beim Kollegen, bei Max. Und ansonsten wieder hier zu Hause. Aber ich nehme es erstmal vorsichtshalber mit. Let's go. Bin hier im Wald. Bisschen auf Abstand mit Erik Fettko, der zum ersten Mal in seinem Leben Wheelies übt. Ey, du sollst Abstand halten. Boah! Wow! Ich glaube nicht, dass das der Track war. Ja.
Fremder Off-Track. Au! Alter, da ist ja voll die Dornen dran. Halt die Fresse. Aua. Ah, Junge. Ah, warte, das sind übelst die Dornen. Hey, da bin ich auf den drauf. Ja, hoffentlich. Ah. Hier stoppe, da bin ich auf einmal bald. Alter, übelst die Dornen deine im Gebüsch. Wow, Dusty AF. Wenn es ein bisschen viel Geschrei ist, aber es macht einfach so viel Spaß. Und das müssen wir jetzt nochmal versuchen mit Highspeed, ohne in der Kurve umzufallen. Ah, danke, dass ich noch lebe. Ah, okay, letzten Teil des Tracks nur. Ich sehe gar nichts mehr. So, jetzt sind wir hier bei Max, wie angekündigt. Und ganz vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, dass ich letztes Jahr diese Rampe hier zusammen mit den Jungs gebaut habe. Und dann auch irgendwann mal hier noch die Landung für den Trecksprung gebaut habe. Die haben wir jetzt noch die letzten Tage, beziehungsweise Max, noch ein bisschen verbessert. Und hier die Anfahrt gemacht. Und jetzt komme ich das erste Mal überhaupt in den Genuss, die Rampe auch zum ersten Mal zu fahren. Denn letztes Jahr war ich ja verletzt, als ich die gebaut habe. Deswegen allererstes Mal diese wunderbare Rampe hier testen. Alter, was ein Loch in der Landung. Boah. Hier ist die zweite Plattform, die ist unter dem großen Startum quasi. Da kommt dann noch eine Trailsline, beziehungsweise seht ihr da schon. Das stellen wir demnächst nochmal alles vor. Aber ich versuche jetzt mal von dieser Plattform hier in den Roll-In reinzuspringen und gucken, ob man trotzdem noch den Speed für den Sprung kriegt. Weiche weg. Weiche von mir. Alter! Boah! Ich habe das Gefühl, die Rampe bewegt sich. Dann nehmen wir einfach meinen großen aus der
einen großen Tricksprung stellen hier vor und machen den dann als kleinen hin. Leg ich noch einfach hin. Mann! So, das war's von heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wie ihr das im Moment handhabt. Geht ihr noch in den Wald, um ein bisschen Trails zu fahren? Oder bleibt ihr komplett zu Hause? Ich denke, also ich finde, in Wald fahren ist okay. Wenn man sich da dann mit jemandem trifft, dann kann man ja auch recht gut Abstand halten, wenn man Rad fährt. Deswegen geht das eigentlich klar. Hat mega Bock gemacht, diese geilen Enduro Loamy Trails. Auch wenn man ein paar Mal gut weggeflogen ist. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Habt eine gute Zeit. Peace.